You wanna know the musket player right now, so you better enjoy the show. Guess who it is? Oh, you really wanna know? Tell me who it is. Cause I really wanna know. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von The Masked Player. Ich bin's, Hendrik. Heute habe ich wieder parate Gäste am Start, die gerne den maskierten Spieler erraten möchten. Das ist zum einen der Nada vom OFC United, der Gründer. Dann ist es Fabian Schob, der kleine Bruder von Christoph Schob, der bei den Leipzig Kings spielt. Dann haben wir Volker Thies, Admin von der European League of Football Fanzone und die Betty, die Mitglied ist vom OFC United. Wie in der letzten Folge auch schon, dürfen Sie nur Ja- und Nein-Fragen stellen. Der Spieler darf nur mit Ja und Nein antworten. Und, was das Wichtigste ist, unendlich viele Fragen. Aber wer lösen möchte, einfach reinrufen, lösen. Und dann hat er das Wort und darf einen Namen raushauen. Nada, stell deine erste Frage. Spielst du in der Norddivision mit deinem Team? Ja. Spielst du in der Offense? Ja. Volker? Also, ja, bist du Passempfänger? Nein. Ist deine Nummer höher als 20? Ja. Ich bin dran, richtig? Richtig. Du bist Spieler der Leipzig Kings? Nein. Spielst du bei Hamburg? Nein. Er ist ja im Süden, hat er gesagt. Also, Nein, Volker hat er nicht gesagt. Nicht gesagt? Nein. Oh, okay. Falsch aussortiert. Verzeihung. Spielst du bei Berlin Thunder? Ja. Ich bin dran, ne? Ja, richtig. Ich bin schon voll am Lesen hier. Bist du ein O-Liner? Ja. Okay. Ist deine Nummer höher als 70? Ja. Bist du über 1,90 groß? Ja. Wie gesagt, wenn einer zwischendurch lösen möchte, einfach okay, ich weiß es. Okay. Ich glaube, ich weiß es. Florian Gerlach. Ja. Das ging ja viel zu schnell. Ja, auch gerade sagen. So, bevor Nada dich interviewen darf, Florian, stell dich mal kurz vor. Erstmal, was hat es mit dieser Fechtmaske auf sich? Und dann stell dich kurz vor, wie groß bist du, wie schwer bist du? Wo du spielst, haben wir nur mitbekommen. Einfach mal ganz kurzes eine kurze Vorstellungsrunde. Ja, also mein Name ist Florian Gerlach, ich bin 33 Jahre alt. Wie bereits herausgefunden, ich spiele bei Berlin Thunder. Bin 2 Meter groß, wiege roundabout 130 Kilo. Und ja, mit der Fechtmaske hat es ganz einfach was auf sich. Bevor ich Football gespielt habe, war ich Fechter. Und ich konnte auch mein Hobby zu meinem Beruf machen. Also ich bin wirklich hauptamtlich Trainer fürs Fechten in Potsdam. Deswegen habe ich mir gedacht, mal gucken, wer das Interview von dir gelesen hat mit mir. Vielleicht hätte man da auch schon schneller drauf kommen können. Ja.
Nada, du hast gewonnen. Du hast jetzt das Recht, ihn ein paar Fragen zu stellen, persönliche oder auch zu Berlin Thunder oder zum letzter Spieltag war ja nicht, aber irgendwas, was du wissen möchtest. Genau. Ich würde jetzt einfach mal so Standardsachen durchgehen. Wie siehst du dich so, oder wie siehst du dein Team, die Berlin Thunder, in eurer Division so im Vergleich zu den anderen? Also wo würdest du dich da einordnen, ja, unter den vier Mannschaften? Also unser Rekord sagt leider was anderes als auch das Gefühl von mir und auch das Gefühl vom Team. Wir stehen bei 1-5 und sind somit leider gerade das Schlusslicht in der Norddivision. Aber ich sehe uns definitiv auf einem Level, auch mit Leipzig und auch mit Breslau. Mhm. Auch bei Hamburg hat man jetzt am Wochenende gesehen, auch Hamburg ist nicht unbesiegbar. Und wir haben auch im Scrimmage, also Anfang Juni, gegen Hamburg gesehen, dass da auch sehr viel machbar ist. Also ich finde eigentlich, dass die Norddivision eine sehr, sehr ausgeglichene ist. Okay. Und wie würdest du dich einschätzen innerhalb vom Team? Hast du eine bestimmte Rolle irgendwie als Führungsspieler? Oder ich meine, du bist ja auch, ich würde jetzt sagen, vom Gefühl her machst schon einen erfahrenen Eindruck. So bist du da so einer, der so ein Teamleader, oder bist du eher so im Hintergrund dann und befolgst einfach die Spielzüge, die Anweisungen? Oder wie siehst du dich da in der Rolle? Also ich gehöre, auch wenn ich schon 33 bin, nicht zu den erfahrenen Spielern. Ich spiele selber erst meine vierte Saison, wobei man ja sagen muss, die letzte Saison ist ja wegen Corona leider für alle ausgefallen. Meine bisherige Position im Team ist halt, ich habe mich leider im ersten Spiel gegen Leipzig verletzt, wurde dann auch kurz danach operiert. Also ich war quasi einer der verletzungsgeplagten Spieler und ich habe jetzt am Wochenende gegen Hamburg erst mein Comeback wieder. Okay. Dann die eine letzte Frage. Ihr spielt am letzten Spieltag bei uns in Stuttgart. Ja. Wie schätzt du da das Spiel ein? Wie wird's laufen? Also siehst du uns da auf Augenhöhe oder sagst du, wir kommen jetzt nach Stuttgart und werden die Stuttgarter dominieren? Oder wie ist da deine Einschätzung? Ja, auf jeden Fall wollen wir das aus dem Hinspiel wiederholen. Natürlich, jede Mannschaft möchte gewinnen, egal wo man hinfährt oder egal wer zu einem kommt. Mhm. Dennoch schätze ich es auch ein, dass es ein sehr, sehr enges Spiel wird, weil das, was auch Stuttgart jetzt die letzten Spieltage gezeigt hat, also so wie auch alle anderen Mannschaften, zeigt einfach, dass jeder hart an sich arbeitet und von Woche zu Woche immer Vollgas gibt. Deswegen kann man keinen Gegner auf die leichte Schulter nehmen. Sehr gut, dann werden wir ein Bier zusammen trinken vor oder nach dem Spiel, oder? Vor dem Spiel. Eher nach dem Spiel. Ja, cool. Nee, ich freue mich auf die Begegnung und ja, vielen Dank. Und ich bin glücklich, dass ich mal gewonnen habe, endlich. Ja, Glückwunsch, Dada. Danke. Da gab es nämlich noch mehr mit 7. Hat irgendwer von euch anderen noch eine Frage? Ich bin jetzt mal ganz fair. Wenn möchte, könnt ihr mal kurz noch eine Frage raushauen. Möchte also noch ich, irgendwer? Mich würde noch interessieren. Ladies first. Ja, natürlich. Echt? Also darf er zuerst, nein, Spaß. Naja, also ich würde ganz gerne wissen, Florian, wo du dich in so 2 bis 3 Jahren siehst, also noch im Football oder woanders. Also hoffentlich sehe ich mich da noch im Football. Wie gesagt, so eine Verletzung, die wirft einen immer weit zurück. Habe aber jetzt hart die letzten Wochen dran gearbeitet, um endlich wieder auf dem Feld stehen zu können. Auch die Arbeit mit dem Physiotherapeuten und alles drum und dran hat wunderbar funktioniert. Und wenn alles glatt läuft, sehe ich mich natürlich in 2 oder 3 Jahren hoffentlich immer noch in der ELF. Sehr schön. Sehr gut. Sehr gut. Also glaubst du an die ELF, das ist schon mal gut. Mit einem Ring am Finger hoffentlich, oder? Gibt es schon Ringe? Weiß ich nicht. Wird es denn eigentlich Ringe geben? Weiß ich nicht. Oder halt einen Pott in der Hand, wie auch immer. Ich glaube, einen Pokal, oder? Wird es geben, soweit ich weiß. Okay. Den Pokal gibt es für das Team an sich, aber macht ja dann immer jeder für sich selbst. Also auch bei der NFL, bei der CFL, auch bei der GFL war es halt so, dass die Mannschaften selbst dann für die Ringe gesorgt haben. Das hat dann nichts mit dem Spielerbetrieb zu tun. Achso, das heißt, in der NFL ist das auch nicht von der NFL eigentlich, oder? Nee, das macht das Team. Gut, das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht, ja. Gut,
gut zu wissen. Fabian, möchtest du noch eine Frage stellen? Ja, und zwar, war denn bis jetzt die beste Stimmung, beziehungsweise wenn du nicht überall dabei warst, hat das Team was gesagt, wo es am besten war? Das ist jetzt... Außer in Berlin, da ist natürlich am besten, da steht fest. Ja, das ist ja klar, im Heimstadion ist es immer am besten. Ja. Wir reden vom Auswärts. Genau. Auswärts, also ich war auswärts ja selber dabei beim Leipzig-Spiel, da haben wir uns ja auch getroffen, haben wir da auch kurz miteinander geredet. Muss ich sagen, Leipzig hat mir sehr gut gefallen, was natürlich die Jungs gesagt haben, das Spiel in Barcelona ist halt einfach was Besonderes gewesen, ja. Weil du auch das Ganze drumherum mit dem Flug, der Unterbringung, allem und die Barcelona-Fans haben wohl auch sehr, sehr gut Stimmung gemacht und haben da gut Krawall im Stadion verbreitet. Das stimmt, das kann ich bestätigen. Aber ich habe von anderen Spielern gehört, dass Stuttgart auch sehr gute Stimmung sein soll, aber da müsste er erst noch hin. Ich finde die Stimmung bei uns am besten, aber es ist halt Stuttgart, ja. Also, aber wir freuen uns, dass ihr kommt und dann werdet ihr wahrscheinlich sagen, okay, Stuttgart ist schon von der Stimmung her zumindest mal eine Hausnummer, ja. So, zuletzt, Volker. Volker, hast du noch eine Frage? Oder bist du wunschlos glücklich? Also mich würde noch interessieren, ihr spielt ja jetzt das nächste Mal zu Hause gegen Hamburg. Wie seht ihr so die Chancen, nachdem jetzt ihr das Spiel gegen Frankfurt gesehen habt? Ja, also das Spiel gegen Frankfurt hat ja gezeigt, dass auch bei Hamburg ein bisschen was ins Stocken geraten ist. Natürlich haben die genauso wie alle anderen Teams Probleme mit verletzten Spielern. Und das Ganze natürlich auszugleichen, gerade im ersten Jahr der ELF, wo die Kader halt alle noch nicht die Tiefe haben, die man sich gewünscht hat. Und da Backup-Spieler mit dabei sind, wo ich gehört habe, der Center hat, glaube ich, das letzte Mal vor 3 oder 4 Jahren seinen letzten Snap gemacht oder hat überhaupt letztes Mal O-Line gespielt. Das sind natürlich alles Faktoren, die gut für uns sind. Aber ja, also... Wir werden mal sehen. Also wir haben gesehen, dass Hamburg schlagbar ist und ich hoffe mal, dass wir die zweite Niederlage bereiten können. Sehr gut. Denn, danke. Viel Glück. Dankeschön. Dann danke ich erstmal unserem maskierten Spieler, Florian, dass du teilgenommen hast. Und danke, dass ich hier sein durfte. Ja, und ich lade dich auch ein, beim nächsten Maskplayer dabei zu sein als Rategast. Und an allen anderen, Dankeschön, dass er teilgenommen hat. Nada, herzlichen Glückwunsch. Noch gibt es keine Preise, aber falls es irgendwann Preise gibt, bist du herzlich eingeladen, um den vielleicht denn zu gewinnen. Vielleicht mache ich ja auch mal Ringe für die Leute, die diese Mask-Player gewinnen, ja. Aber dafür brauche ich erstmal ein paar Sponsoren, die hier Millionen raushauen, ja. So, ich danke allen. Es war eine lustige Runde und wir sehen uns. Vielen Dank, ja. Auch von mir, danke. Danke, ja. Ciao. 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 Know the musket player right now, so you better enjoy the show. Guess who it is? Oh, you really wanna know? Tell me who it is. 'Cause I really wanna know.